So, und nur mal so erwähnt, die Grandmaster-Herausforderung, Abgrund oder beziehungsweise Labyrinth, also das ist meist sowieso nur für Leute, die richtige Profis sind. Kommen wir zum nächsten Thema. Ich lese das tatsächlich teilweise vor, teilweise habe ich es auswendig gelernt, ne, weil es sind so viele Sachen, ich dachte, ja, Alter, das wirst du dann auswendig lernen. Viel zu viel. Und ich bin knallhart aufrichtig. Ich sag's mal, ich bin zu faul, um das Ganze auswendig zu lernen. Aber hey, ich hab's übersetzt. Ich hab das übersetzt komplett selbst. Und ein Tag und 7 Tage später kam dann die Übersetzung von Kevin, was echt lustig war. Und ich war zu 95% fertig mit meiner Übersetzung. Ja, egal. So, was wird Juni passieren? Juni natürlich steht das Wort. Also Juni ist Sommer, okay? Juni, da wissen wir alle, was passiert. Und naja, Corona-Time. Also, was haben wir denn natürlich, Juni? Also, erstens, die Tür, also Sommer des Schmerzens, lautet das Event. Ja, klar, hat Kevin uns warten lassen, das wissen wir auch. Und ich fasse das mal kurz zusammen. Also, Kevin sagt sich jetzt, hey Leute, damit ihr weiter schön spielsüchtig seid, damit wir richtig zappen bis zum Tod, gibt es jede Woche von Juni bis Ende August. Ich dachte mir, hey, warum bis Ende nur August? Warum nicht bis Ende September? Eine Sommerverlängerung. Aber nein, Kevin wiederum hat mir geantwortet und gesagt, nein, wir haben das getan, an die also Schnauze, lies vor. Werden wir einen neuen eigenständigen Kampf veröffentlichen hier. Und diese teuflischen Kämpfe werden für sich genommen schon hart sein, aber sie werden von einer Sammlung brutaler Einzelziele begleitet, die eure Champion-Liste, eure Fähigkeit, eure Geduld. Eure Geduld, die habe ich sowieso schon hier hinten raus. Und die strukturelle Festigkeit eurer Mobilgeräts auf die Probe stellen, wenn euer gefundenem Stress fester wird. Was? Fester? Ich habe sowieso schon Probleme mit meinen schweißenden Arschlöchern. Und dann sowas. Also Wahnsinn. Okay. Also soll noch schlimmer werden, noch mehr Bugs, ne, im Endeffekt. Noch schlimmer geht's doch nicht mehr, Kevin. Also bitte. So, Prolog-Initiative. Da sagt Kevin, das ist für Marvel-Stunden das Superhelden-Erlebnis. Natürlich in den letzten 6 Jahren nicht viel Liebe erfahren hat. Ach nee, ha! Viel Liebe! Ach, das ist nicht so schlimm, Kevin. Falls ihr euch das Video anschaut, hier. Das ist meine Liebe für euch. Mittelfinger geradeaus. Auf eure Liebe scheiße ich. Ich zumindest. Ich bin ja aufrichtig. Nicht wie die meisten Heuchler. Okay. Die meisten Heuchler. Hey Leute, Klammer auf. Wenn ihr nicht dazugehört, braucht ihr euch nicht beleidigt zu fühlen. Und dann schreiben die, während wir nur einige Champions-Veränderungen vorgenommen haben. Echt jetzt, Kevin? Einige Veränderungen? Ja, nur von 198 Champions. Von 198 Champions habt ihr gerade mal in den letzten Jahrtausend Jahren 20 verändert? Höchstens 30? Also Respekt. Andere machen es besser. Injustice 2 verändert den ganzen Kader von über 100 Champions. Ich glaube, die haben über 200. Mortal Kombat verändert den ganzen Kader innerhalb von einer Sekunde und ihr macht es nach 1000 Jahren. Hey, seid stolz auf euch. Oh Gott. Naja, was war was noch? Wir müssen die ersten Akten von Niederslung bearbeitet werden. Ja klar, müssen wir bearbeiten. Ein neues Zeitalter, wir müssen uns unsere besten Seite zeigen. Beste Seite, ne? Aber da habt ihr eure Sklaven in der deutschen Community. Da habt ihr die Jarvis Crew, die nichts machen, außer euch zu besetzen. Ne? Und da habt ihr Johanna und die anderen Crews. Da habt ihr Congress of Champions, alle in Amerika. Und dann same thing eure Sklaven, der in der amerikanischen Community natürlich euren Scheiß raushaupten, standardmäßig ohne Kritik zu üben. Aber ey, ihr habt ja meine Mail erhalten, ihr wisst ja meinen Kanal. Ich bin mir sicher, ihr schaut euch die Videos auch an. Aber sagt euch, ach so ein Arschloch. Und ich so, ja, das bin ich. Und stolz drauf und dann sagt so ein Arschloch, der ist der Einzige, der hardcore uns auf die Fresse und uns kritisiert. Aber irgendjemand muss es tun, Kevin.
I will do this in English language, but my English is so very bad compared. So nice to to have you. Nice to read your English shit, to translate in German, and for the community, to represent the Germany community and criticize you how dare you are, how shit you are, or assholes you are, okay? Now, this part you understand because it's in your language, and I know you will be understanding this, what I exactly at the time is I say it because it's in English. Okay, it's not perfectly English. It's good English, a little bit with an American accent. For you, extra, for you, Kevin, for you assholes. Now, you know what I am talking about. And now, back to our great, great country. Deutschland! Ja, kommen wir also wieder zurück zu unserer Sprache. Da sagt Kevin natürlich, was sagen die natürlich? Pro-Initiative. Ich dachte mir, Alter, ich lese das und denke mir, ich lese das zweimal, ich check's nicht. Natürlich check ich das, aber ich denke mir, was wollt ihr eigentlich? Das frühe Leben ist noch scheiße, jetzt wollen wir es überarbeiten, wir wollen die Wege kürzer machen. Warum nicht früher? Ich schreibe Kevin im Forum vor vielen Jahren, macht's kürzer. Ich schreibe euch, ihr beantwortet mir meistens nur Standardphasen, obwohl ich sogar mittlerweile den E-Mails direkt von der Presseabteilung habe und vor anderen Arschlöchern von Kebam. Und ich schreibe im Forum euch, ihr bannt mich noch dazu, weil ich die Hardcore-Wahrheit schreibe, was für Arschlöcher seid, mit einem schönen Gruß von mir natürlich. Und dann sagt ihr alles, was ich jetzt euch geschrieben habe und alles, was ich euch verraten habe, tut ihr hier jetzt rein. Oh ja, ich meine dich, Akt 3, wir werden dich überarbeiten. Ach nee, endlich! Ach, ihr seid doch toll, Kevin. Ich liebe euch. Natürlich meine Hassliebe für euch. Eine Totenbegleitung. Ach nee, da gibt es aber schon Haufen Totenos von YouTubern. Warum macht ihr das erst jetzt? Ja, weil ich gemerkt habe, dass euch da was entgangen ist. Damit kann man ja Geld machen und so weiter. Ach Gottchen. So, natürlich wollen die mehr Funktionsweise einbauen. Natürlich ist es mehr unser Ziel, mehr Spieler von Marvel zu dem Untergang ins Gesicht lachenden Allianz anführenden Superauswählten zu machen, um ein lebendiges Spielergebnis für alle zu schaffen. Alter, was heuchelt ihr da? Hey Leute, es gibt über 2,5 Millionen negative Bewertungen von euch, Kevin. 2,5 Millionen negative. Sorry, ich stehe mal im Dienstgrund nicht. 2,5 Millionen negative. Und da steht nur Folgendes, kurz, und hier auch eingeblendet, oder hinter mir eingeblendet, ihr seid Arschlöcher. Da steht, ja, mehr steht da nicht drin. Ich lach mich tot, ey. Oh Gott. Naja, weiter mit dem Text. Wir wissen ja, dass sie das Kevin auch Spielerlebnis schaffen wird. Ein Unix-Spielerlebnis ist. Ja, ist also schön. Ich hatte auch mein T-Shirt, wo ich gedruckt habe, ist leider kaputt gegangen, aber es stand drauf, Kevin, wir wollen nicht dein Feedback, wir wollen nur dein Geld. Und so sieht's aus. Units könnt ihr sehr gut gebrauchen. Gleich schmiert euch doch mal schön den Hintern. Oh, richtig so. Ah, schön. Toilettenpapier, ah, das ist der User. 6 Lagen Papier, gleich 12 Lagen. Ah, das ist unser User. So sehr schätze ich unseren User. So, Spielmodi, was wird es natürlich geben? Spielmodi ist letztes Jahr, haben wir groß über eine Ansammlung noch coole Dinge gesprochen. Coole Dinge, die in die Spielmodi des Turniers integriert werden sollten. Ja, letztes Jahr. Schon ewig, ja. Und natürlich hat Kevin gesagt, die werden natürlich einiges liefern, haben sie natürlich teilweise nicht gemacht, wieder ausbilden, da hat mal der Jim wieder mal geschlafen oder war irgendwo in der Gangbang-Party involviert, ich weiß es nicht, Jim. Ich weiß nur, dass du hier mir gesagt hast, als ich dich hier interviewt habe, du warst nicht beteiligt an der Entwicklung, sondern nur an dem Design. Und von daher, es sei dir verziehen. Okay, was haben sagen natürlich, Kevin sagt sich, wir haben jetzt ein neues Spielmodi. Wir wollen natürlich diese Spielmodi-Übergriffe weitermachen, weil wir gemerkt haben, das interessiert eigentlich nur die Top-Spieler. Von denen profitieren wir, aber die kleinen Spieler können wir sowieso nicht.
Ne? Und da wollten wir eigentlich die Belohnungen verändern. The Rewards, ne? Wie es auf Englisch heißt. Aber nein, haben wir nicht gemacht, weil wir dachten, das schenkt noch ein bisschen zu viel. Das machen wir nicht. Also leider ist diese Entscheidung dagegen. Große Pläne hatte Kabam mit Übergriffen gehabt, haben es natürlich hingeworfen. War ja klar. Kabam. Wieso schreibt ihr das? Wieso schreibt ihr, wir hatten große Pläne, wenn ihr sowieso eine Idee hattet? Ich weiß es besser über eine nähere Quelle. Okay, das Einzige, was ich gut sagen muss, nach 1000 Jahren Allianzkegel wird verbessert. Ich schreibe damals Kabam, hey guys, when you will make better Alliance War Solution Tools, maybe no more line chat, maybe we need a officer tool that can planning all the fucking shit missions with one time strict one time and all in one time at a time also one step. Und ich schreibe, ach nee, das ist eine gute Idee, schreiben die mir und sagen, oh mein Gott, darauf wären wir echt nicht gekommen. Wieso muss das uns ein User sagen? Wieso muss uns das ein YouTuber sagen? Ein Polackenschwein, der mehr Ahnung hat wie wir. Ja, ich frage mich auch, wieso? Wieso überhaupt, Kabam? Auf jeden Fall hat Kabam gesagt, die Uni ist es soweit. Die haben natürlich Bugs noch mit eingebaut. Die testen das jetzt, damit keine Bugs rauskommen. Wir wissen ja, wie sie es testen. Ne? So. Hey, Klaus! Ja, was ist, Andi? Hast du schon mal das neue Bier getestet? Welches Bier? Ich meine nicht, ich weiß, das neue Programm und so, weißt du, ne? Nee, hab ich nicht. Oh, shit. War das nicht das neue? Oh, du hast jetzt gerade was veröffentlicht, was fehlerhaft ist. Oh, ja, konnte ich das rausnehmen? Ja, das solltest du rausnehmen, deswegen sind wir angreifbar. Ja, das ist halt Kabam. Was soll's? Ist ja mittlerweile Geld kriegen, User finanzieren, aber nur Schrott, ne? Weil es gibt ja noch viel zu viele Free-to-Use-User. Okay, ich sag's, wie es ist. Ich bin mir sicher, wenn wir jetzt 1 Million mehr gemeldet, wenn wir mal einen rechtlichen Vertrag machen würden mit diesen, ne, Spielerhersteller und die verklägenden Bedingungen, ich schwöre euch, die würden sowas von gefickt werden, die würden so, pum, pam, Motherfucker. Und dann gäbe es diesen Shit nicht, okay? Dann gäbe es diesen ganzen fucking nicht, dieses Verarsche an den User. Aber egal, komm, machen wir das mal. Machen wir Allianzkrieg. Also, was sagt Kabam? Es war zu hart. Ich so, ich weiß. Was sagt Kabam noch? Viele sind müde geworden, wollten kein AK mehr zocken. Ach nee, es sind mal viele Spieler rausgegangen und haben euch gesagt im Forum, und ich hab's gelesen im Forum, ey, wende das, und es waren über, schlag mich tot, 1000 Beiträge davon und ihr habt es ignoriert und jetzt auf einmal, wo ich 1 Million fast, vielleicht 1,8 Millionen minus Spieler verlassen haben, das kostet ja euch, ne?